Ein langer Streit in der Formel 1 wurde heute beendet. Seit Saisonbeginn war das Fahrerlager gespalten. Ist der Diffusor regelkonform oder nicht? Heute entschied die höchste Formel 1-Instanz, er ist legal. Er sorgte wochenlang für Aufregung, der Diffusor. Die Teams Brawn, Toyota und Williams entwickelten das alte Modell zu einem Doppeldiffusor weiter. Die neue Konstruktion ermöglicht einen stärkeren Luftstrom unter dem Heck. Der Unterdruck saugt so das Auto noch kräftiger auf die Fahrbahn. Höhere Geschwindigkeiten sind möglich. Vier Rennställe klagten allerdings vor dem Berufungsgericht der FIA. Hauptkritikpunkte? Die drei Teams hätten gegen den Geist des Reglements verstoßen. Die gestiegenen Geschwindigkeiten seien ein Sicherheitsrisiko. Und der Doppeldiffusor produziere unerwünschte Turbulenzen, was das Überholen erschwere. Diese Argumente überzeugten die Richter allerdings nicht. Der Diffusor entspricht offiziell dem Regelwerk. Für Ferrari und Co. bedeutet das, die eigenen Wagen so schnell wie möglich nachzurüsten. Das kann Monate dauern.